Iran 1979. Unser Leben schien recht unbeschwert, aber wir lebten unter der Diktatur des Schah. Die meisten spürten die Diktatur nicht, solange sie den Schah nicht kritisierten. Manche politische Gruppen sind verboten, zum Beispiel Kommunisten. Warum? Weil sie unser Land verraten haben. Ich war 17 und ich war aktiv in einer linken Organisation. Wir kämpften für Demokratie und Meinungsfreiheit. Seite an Seite mit Islamisten und anderen Gruppierungen. Unsere Bewegung wuchs. Je größer unsere Opposition wurde, desto mehr wurden wir unterdrückt. Trotzdem schafften wir es, den Schah zu stürzen. Die Islamisten waren allerdings besser organisiert als wir und brachten Ayatollah Khomeini an die Macht. Der Iran erlitt einen radikalen Wandel. Wir wurden gezwungen, uns an islamische Gesetze zu halten. Und die Unterdrückung wurde viel schlimmer, als es unter dem Schah je war. Wir hatten gemeinsam für Freiheit gekämpft, doch jetzt wurden wir unter schwarzen Tüchern versteckt. Die Unterdrückung von Dissidenten wurde verschärft. Massenhinrichtungen wurden zur Routine. Viele meiner Freunde wurden verhaftet. Sie wurden aus ihren Familien gerissen und als politische Gefangene inhaftiert. Auch mein Bruder Rostam wurde verhaftet. Aber eigentlich waren sie hinter mir her. Ich war älter und hatte Rostam überzeugt, sich der Opposition anzuschließen. Etwas, das ich sehr bereue. Nach 6 Monaten im Gefängnis wurde mein Bruder hingerichtet. Ich schaffte es zu fliehen. Seither versuche ich, die Erinnerungen zu verdrängen. Aber das Regime von damals ist auch heute noch an der Macht. Und die Menschenrechtsverletzungen von damals finden auch heute noch statt. Hallo Mama, wie geht es dir? Danke, gut. Ich will mich meiner Vergangenheit stellen und Freunde von damals treffen. Kannst du versuchen, Exilierte in Europa zu finden? Auf der Suche nach meinen Freunden erfahre ich, dass viele von ihnen hingerichtet wurden. Schlussendlich finde ich 5 Mitstreiterinnen, die jetzt in verschiedenen Teilen Europas leben. Nazleh wuchs in einer intellektuell-politisch aktiven Familie auf. Schon mit 14 war sie an Politik interessiert. Sie schloss sich bald der linken Bewegung an. Trotzdem führte sie ein typisches Teenagerleben mit Reisen, Freunden und Beziehungen. Nach ihrem Studium arbeitete sie für das Militär. Aber nach der Revolution waren Frauen dort nicht länger erwünscht. Sie schloss sich der Widerstandsbewegung an und wurde verhaftet. 8 Jahre verbrachte sie im Gefängnis, während ich schon ein neues Leben in Schweden aufbaute. Ich habe große Schuldgefühle, denen ich mich zum ersten Mal stelle.
Machen wir deinen Wein auf, Shiraz. Bitte schön. Es ist wirklich schön, dass du hier bist. Danke. Prost. Ich hatte eine Rede geschrieben, die ich dann geübt habe. Michelle hörte mich, kam zu mir und sagte, oh, du warst also im Gefängnis, Mama. Natürlich konnte ich sie nicht anlügen, also habe ich ja gesagt. Aber da sie noch ein Kind war, dachte sie, ein Gefängnis sei nur ein Ort für böse Menschen. Da sie noch so jung war, war es schwierig, ihr zu erklären, wieso ich im Gefängnis war. Aber sie möchte, dass ich ihr von der Zeit erzähle. Was sagst du dazu, dass deine Mutter im Gefängnis war? Es ist seltsam. Meine Freunde wundern sich immer, deine Mutter war im Gefängnis? Darauf sage ich nur, stimmt, aber das ist nicht schlimm. Schau, hier sind Erinnerungsstücke aus dem Gefängnis. Wir waren nicht daran gewöhnt, den Chador zu tragen. Also haben wir Gummibänder hineingenäht, damit er auf unserem Kopf bleibt. Das ist, was wir tragen mussten. Wir mussten so dastehen, als Bestrafung, die ganze Nacht. Plötzlich kamen sie und schlugen unsere Köpfe an die Wand. Ich hatte eine Technik entwickelt. Ich spreizte die Finger an die Wand, um die Wucht des Schlages abzudämpfen. Es wirkt so seltsam. Lass es mich anprobieren. Ich kann nur ganz wenig sehen, nur von unten. So war es. Konntest du so die Stiegen raufgehen? Ja. Konntest du die Augenbinde heben? Nein. Und wenn du es getan hättest? Sie hätten mich zusammengeschlagen. Wer hätte es denn gesehen? Es kontrollierte ständig jemand, egal wo man war. Überall waren Gefängniswächter. Einmal sagte ein Wärter, ich werde jetzt hingerichtet. Ich freute mich. Die Vorstellung, noch einmal gefoltert zu werden, war unerträglich. Sie gaben mir riesige Hausschuhe, aber meine Füße waren so angeschwollen, ich konnte gerade mal meine Zehen reinquetschen. Ich hörte, wie ein Gewehr entriegelt wurde und dachte, jetzt sterbe ich. Dieser kurze Moment. Ich weiß nicht, wie lange er dauerte. Es fühlte sich an, als ob ich wieder und wieder starb. Mir schossen Erinnerungen durch den Kopf. All die Momente meines Lebens, alle meine Liebsten. Ein Gewehr wurde abgefeuert. Ich kann mich gut an den Moment erinnern. Ich wusste nicht, ob ich lebte oder tot war. Trotzdem weiß ich nicht, wie es sich anfühlt, tot zu sein. Dann hörte ich Lachen. Es fühlte sich an wie eine Ewigkeit. Ich begriff, dass es bloß ein Scherz war. Es fällt mir schwer zu begreifen, welche Grausamkeiten Nasli durchmachen musste. Sie ist unglaublich stark. Sie erzählt mir von anderen Frauen, die Ähnliches durchgemacht haben. Viele waren noch jünger als sie. Zum Beispiel ihre Zellengenossin. Barwane. Sie war gerade einmal 17, als sie verhaftet wurde. Ihr Verbrechen, Flyer und politische Zeitschriften verteilen. 9 Jahre Gefängnis kostete sie das. Heute lebt sie mit ihrer Familie in Norwegen. Hängt es gerade? Wir müssen es auf 2 Nägel aufhängen. Es ist zu groß.
Ich glaube, es war zu lang im Ofen. Hamid, Schatz, es ist fertig. Es riecht gut. Als wir nach der Freilassung geheiratet haben, konnte ich gar nicht kochen. Was erwartest du von ihr? Im Gefängnis vergessen sie, wie man isst. Kochen war das geringste ihrer Probleme. Malen ist meine Therapie. Ich hatte nie geglaubt, dass es mein Leben so verändert. Einige meiner Freunde wurden gleichzeitig hingerichtet. Wir hatten nichts in unserer Zelle, also malte ich auf die Wand. Dafür bekam ich Einzelhaft. Von da an hatte es ein Haji, ein Gefängniswärter, auf mich abgesehen. Im Hintergrund sieht man das Gefängnis und davor eine Frau. Er begann mich zu schlagen und fragte, warum ich male. Welche deiner hingerichteten Freunde sind hier abgebildet? Mit einem Stift schlug er mich auf die Nase und traf einen Nerv. Ich habe viele Formen der Folter erfahren, aber diesen Schmerz werde ich niemals vergessen. Ich kann ihn heute noch spüren. Er misshandelte mich so schlimm, dass ich dachte, nie mehr zeichnen zu können. Achtzehn Monate nach meiner Freilassung ging ich in eine Papierwarenhandlung. Erst beim 10. Mal schaffte ich es, etwas zu kaufen. Jedes Mal wurde ich an die Folter erinnert. Folter wegen einer winzigen Zeichnung mit einem winzigen Bleistift. Ich konnte einfach nicht. Schließlich sagte ich mir, reiß dich zusammen, du musst etwas kaufen. Dieser Pinsel ist ein Teil meines Lebens geworden. Jetzt kann ich über die Folter lachen. Die Kunst scheint eine Art des Überlebens und der Bewältigung zu sein. Auch Sudabe malte während ihrer Gefangenschaft. Sie lebt in Stockholm und hat ihre Werke als Buch veröffentlicht. Ich bin beeindruckt von dem, was sie heimlich und mit so wenigen Mitteln kreieren konnte. Ich verwendete Tee als Farbe und meine Haare als Pinsel. Wieso deine Haare? Ich war in Einzelhaft, außer meiner Kleidung hatte ich nichts. Ich versteckte Papierstückchen in meiner Unterwäsche. Und in meinem Chador hatte ich eine Rasierklinge versteckt. Ich schnitt mir eine Haarsträhne ab und verwendete einen alten Zahnstocher, den ich am Boden gefunden hatte. Mit einem Faden aus meiner Socke befestigte ich das Haar am Zahnstocher und verwendete es so als Pinsel. Die hier wurden alle so gemalt. Und das ist ein Stück Stein vom Asphalt, vom Boden. Wir glätteten die Steine, indem wir sie gegen den Boden rieben. Das habe ich gemeißelt mit Glassplittern und einer Nadel. Ich habe unsere Zellentür nachgebaut, aber momentan ist sie kaputt. Hier haben sie uns alle eingesperrt. Alles war vergittert. Sie warfen uns hinein und zwängten auch noch die Letzten dazu. Es gab viel zu wenig Platz. Wir mussten uns aneinander pressen, Tag und Nacht. Furchtbar. Wie ist sich das ausgegangen? Am schlimmsten war es in der Nacht. Wir konnten unsere Beine nicht ausstrecken. Manche mussten unter dem Stockbett schlafen. Wir mussten sogar das Fensterbrett als Sitzgelegenheit verwenden, zu zweit. Wie hast du das geschafft, ohne zusammenzubrechen? Wir schafften es dank unserer starken Ideologie und unseres Glaubens an Freiheit und Demokratie. Mhm.
Ich frage mich, ob ich die Kraft gehabt hätte, die Sudabe hatte. Oder ob mein Bruder Rostam sie hatte. Als nächstes treffe ich Azar. Bei ihrer Verhaftung musste sie ihre einjährige Tochter ins Gefängnis mitnehmen. Heute leben beide in London. Das sind Modelfotos meiner Tochter. Sie modelt. Nina hat Englands Miss Asian Model Award gewonnen. Dort ist das Foto. Nina ist gleich alt wie meine Setare. Es erschreckt mich, wie sehr Azarus Leben dem meinem ähnelt. Ihr Schicksal hätte meines sein können. Ich war so jung und naiv. Für die Bewegung hätte ich alles getan. Es gab keine Grenzen. Auf meinem Weg zu Meetings versteckte ich sogar geheime Nachrichten in Setares Windeln. Ich ignorierte das Risiko. Morgens fuhren wir Richtung Sakes. Es gab einen großen Checkpoint am Weg. Jeder wurde kontrolliert. Sie riefen uns an und befahlen uns auszusteigen. Nina war 11 Monate alt. Ich gab dem Agenten einen falschen Namen. Aber er sagte, dein Name ist Azar, das sind deine Tochter und deine Schwester. Sie banden meine Füße fest und fingen an, mich zu schlagen. Nina weinte. Nina fing an, mit all ihrer Kraft zu schreien und flehte, nein, Mama, nein. Der Agent fauchte, sag es uns jetzt, dein Mädchen weint. Ich antwortete, ich hätte nichts zu sagen. Ich fragte, warum er mich schlug. Ich schrie. Als ich wieder zu Bewusstsein kam, war ich mit Nina in einer Zelle. Sie streichelte meinen Kopf, mein Gesicht und meine Füße. Kurz darauf spielte sie mit ihrer Puppe. Nina schlug ihre Puppe schreiend. Sag es mir, Verräterin, sag es mir. Sie hatte der Puppe eine Augenbinde aufgesetzt und wiederholte ständig, sag es mir, sag es mir. Sie spielte den Agenten und die Puppe war der Häftling. Sie war traumatisiert. Als ich sie umarmte und die Puppe weglegte, zitterte sie unaufhörlich. Und glaub mir, ich bin innerlich 1000 Mal gestorben, als ich das sah. Mein schlimmstes Verbrechen war es, ein Kind zu gebären, das all dem ausgesetzt wurde. Die Frauen und ihre Geschichten gehen mir nicht aus dem Kopf. Bei unseren Treffen hatte ich das Gefühl, wieder zu Hause zu sein. Die Gebräuche, die Sprache, das Essen. Ich habe mich schon lange nicht mehr so geborgen gefühlt. Es erinnert mich an die besten Zeiten im Iran, als alles rosig schien, als wir der Zukunft mit großem Optimismus entgegensahen. Wir hatten so viel Energie und Elan, so viel Freude am Leben. Aber das war vor den Massenverhaftungen. Ich entschließe mich, die Frauen noch einmal zu treffen, diesmal gemeinsam bei mir zu Hause. Eine Frau kam oft in den Erzählungen vor.
Munir. Auch sie war im Gefängnis. Heute lebt sie in Deutschland und kämpft weiterhin gegen das iranische Regime. Hallo? Hallo, Salam. Esmema Nahide. Hallo, Nahid spricht. Ich bin eine von denen, die nach der Revolution flüchten konnten, als du verhaftet wurdest. Ich hatte vor, dich in Deutschland zu besuchen, aber ich hörte, dass du aus beruflichen Gründen nach Stockholm kommst. Fantastisch. Ich würde dich gerne einladen, anschließend ein paar Tage bei mir zu verbringen. Gemeinsam mit ein paar anderen Genossinnen von früher. Ich habe so viele Fragen. Wie lebten Sie im Gefängnis? Wie schafften Sie es zu überleben? Jede von Ihnen hat fast 10 Jahre im Gefängnis verbracht. Eine Erfahrung, die verbindet und die mir fehlt. Ich freue mich auf die nächsten Tage, aber ich bin mir nicht sicher, worauf ich mich da eingelassen habe. Sie sieht furchtbar aus. Das sind der Chador und die Augenbinde aus dem Gefängnis. Du hast beides behalten? Ich habe es rausgeschmuggelt. Bei meiner Freilassung habe ich sie in meiner Faust versteckt. Ich habe sie seitdem nicht gewaschen, um den Geruch zu bewahren. Als Erinnerung, das ist ein Teil meines Lebens. 19 Jahre lang habe ich sie so bewahrt. Meine Zellengenossin Mina und ich haben Chadors getauscht, als Erinnerung aneinander. Das ist ihr Chador. Wir haben unsere Namen reingeschrieben. Wo ist Mina heute? Es sind Umstände dieser Art, die ihr Leben von meinem unterscheiden. Als die Polizei unser Haus stürmte, war ich nicht zu Hause. Sie waren wegen mir gekommen. 2 Polizisten blieben, um auf mich zu warten. Mein älterer Bruder schaffte es, das Haus zu verlassen und mich zu warnen. In dieser Nacht wurde mein Bruder Rostam sowie die meisten unserer Genossen verhaftet. Es war ein Samstag. Ich hatte gerade meinen Pyjama angezogen, als es an der Tür klingelte. Es klingelte und klingelte. Dann haben sie die Tür aufgebrochen. Sie waren zu 8 oder zu 9, alle bewaffnet. Sie marschierten herein, als ob es ihr eigenes Haus wäre, und durchsuchten alles. Plötzlich war einer im Zimmer. Er fragte: Bist du Munir? Dann zieh dich an, du kommst mit. Sie zerrten mich raus. Wenn man verhaftet wurde, wusste man nicht, ob man je zurückkommen würde. Aber der richtige Schock kam erst, als sie die Autotür öffneten. Mein Bruder und meine Schwägerin waren im Auto. Wir hielten uns an den Händen, versuchten uns vorzubereiten auf das, was kommen sollte, auch wenn wir keine Ahnung hatten, was passieren würde. Wir dachten, unser Leben wäre vorbei. Munir war nicht alleine. Täglich wurden Tausende verhaftet im ganzen Land. Es war unmöglich, so wie vorher zu leben. Alles wurde uns verboten. Anfangs wurden nur Oppositionsmitglieder verhaftet. Aber bald konnte sogar die falsche Kleidung zu einer Verhaftung führen. Oder Musik hören, Haare zeigen. Ich bin Christin und ich bin so bedeckt, wie ich es sein soll. Und ich trage ein Kopftuch, sogar eine Sonnenbrille. Was wollt ihr noch? Tausende Schulkinder, manche erst 13 Jahre alt, wurden aus den Schulen heraus inhaftiert. Die Gefängnisse füllten sich schnell. Das Regime baute neue, aber der Platz reichte immer noch nicht.
Also wurden sogar öffentliche Bäder und normale Wohnungen als Gefängnisse verwendet. Die ersten Tage im Gefängnis musste ich auf einem Gang neben der Folterkammer sitzen. Die Gänge waren voll mit jungen Leuten, denen Verhöre und Folter bevorstanden. Aus allen Zimmern konnte man Peitschen hören. Ich hörte das Sausen der Peitschen und auch das Schreien der Häftlinge. Ich war 5 Tage auf dem Gang. Dann riefen sie meinen Namen. Ich war dran. Azar scheint verstört von dem, was sie hört. Manches ist zu dramatisch, um es in der Gruppe zu besprechen. Eines unserer Gespräche in London hat sich in meinen Kopf eingebrannt. Ich kann es nicht vergessen. Seine Hand, sein Körper, alles, was er tat. Vielleicht war es, wie soll ich sagen, manche nennen es Folter, aber ich nicht. Die Schmerzen in meinen Füßen, in meinem Rücken, ich weiß nicht mehr, wie sie sich anfühlten. Sie haben mich viele Nächte wachgehalten. Vielleicht Jahre, vielleicht Monate. Es gab Momente, wo ich vor Schmerzen gestorben bin. Aber ich habe sie aus meinem Gedächtnis gelöscht. Den Schmerz meiner Vergewaltigung werde ich allerdings immer in mir tragen. Er band meine Hände an ein Heizrohr. Er fing an, meine Bluse aufzuknöpfen. Zuerst dachte ich, er wolle mir bloß Angst machen. Also lehnte ich mich zurück. Aber er knöpfte weiter. Dann zog er meine Hose aus. Meine Hände waren festgebunden und ich hatte eine Augenbinde auf. Als er fertig war, zog er meine Hose hoch und knöpfte meine Bluse zu. Ich fühlte mich wie in 1000 Stücke zersplittert. Wie reagiert man auf solche Erzählungen? Die Geschichten dieser Frauen, die Grausamkeiten, die sie durchstehen mussten, sie hätten um Haaresbreite meine Geschichte sein können. Ich fühle mich schuldig dafür, dass ich dem Ganzen so leicht entronnen bin. Ich wollte diese Geschichten nie hören. Sie machen mir bewusst, dass Rostam auf ähnliche Weise gelitten haben muss. Ich versuche so wenig wie möglich daran zu denken. Ich möchte glauben, dass es anders war bei ihm. Wenn ich nachts aufwache, staune ich noch immer manchmal, dass ich meine Arme ausstrecken kann, wenn ich mich im Schlaf umdrehe. Nahid kennt sich vielleicht nicht aus. Hör zu, die größte Zelle war 18 Quadratmeter groß. 100 bis 120 Leute verbrachten Tag und Nacht darin. Das Hauptproblem war, wie wir sitzen und schlafen sollten. Eine Idee war, in Schichten zu schlafen. Die Hälfte schläft, die Hälfte ist wach. Aber wir wussten, dass es nicht funktionieren würde. Die Munteren hätten sich nicht bewegen können. Wenn eines der Mädchen aufwachte, weil ihr Arm eingeschlafen war, mussten alle aufwachen und sich umdrehen. Irgendwann wurde das Gefängnis wohl zum Alltag für die Frauen. Dort fand ihr Leben statt. Es entstand eine starke Gemeinschaft. Während unserer kurzen Waschmöglichkeiten mussten wir auch unsere Kleidung waschen. Wir mussten sie in unserer Zelle trocknen lassen. Das größte Problem war unsere Unterwäsche. Wir hingen sie in der Zelle auf und versteckten sie, sobald ein Gefängniswächter kam. Unser Warnruf war, die Zuckerl verstecken. Wieso Zuckerl?
Wir hatten Unterwäsche in allen Farben. Da die Türen verschlossen blieben, waren Toilettenbesucher das größte Problem. Sie öffneten die Tür nur selten. Eines Nachts mussten zwei Mädels auf die Toilette, da sie von der Folter Nierenprobleme hatten. Ich sah, wie eine ihren Kopf durch diese Stäbe durchzwang. Das Loch war so klein und ein Kopf ist nicht weich, man kann ihn nicht quetschen. Sie zwängte ihren ganzen Oberkörper durch. Aber ihr Hinterteil steckte fest. Wir schoben und pressten, es war wie Teigkneten. Und schließlich war sie draußen. Das ganze Gefängnis klatschte. Ich war recht schlank, also sagten sie, Monir, zwäng dich auch durch. Ich versuchte es, aber woher sollte ich wissen, dass mein Kopf zu groß war? Ich habe dieses Problem noch heute. Kein Hut passt. Dünner Körper, dicker Kopf. Gemeinsam standen die Frauen das alles durch. Sie versuchten, die Gemeinschaft und den Zusammenhalt der Bewegung zu erhalten. Jahrelang ließen Folter und Hinrichtungen in den Gefängnissen nicht nach. Auch außerhalb wurde die Unterdrückung immer schlimmer. Das Regime tat alles, um an der Macht zu bleiben. Sie zwangen die Leute, einander auszuspionieren. Niemand wusste, wem man vertrauen konnte. Ein Kindheitsfreund, ein Nachbar, ein Arbeitskollege. Jetzt konnte jeder dein Feind sein. Das Regime hatte den Iran in ein riesiges Gefängnis verwandelt. Neue Aufstände sollten um jeden Preis vermieden werden. Das Regime tat alles, um den Widerstand der Häftlinge zu brechen. Wenn andere Formen der Folter nicht erfolgreich waren, kamen sogenannte Särge dran. Die Särge, es gab Hunderte, waren in einem großen Raum am Boden verteilt. Die Frauen mussten sich hineinsetzen. Sie mussten 24 Stunden am Tag Augenbinden tragen und von 6 in der Früh bis 10 am Abend still dasitzen. Entweder herrschte vollkommene Stille oder Korantexte schallten aus Lautsprechern. Die Frauen sollten glauben, dass sie schon tot wären. Die Haji, die Gefängniswächter, taten so, als seien sie Gott. Manche Frauen hielten dem nur ein paar Tage stand, andere hielten bis zu 9 Monate lang durch. Sobald wir aufwachten, hörten wir Propaganda aus den Lautsprechern. Den Koran und lauter antimarxistisches Zeug. Sie raubten uns die Sinne. Man ist vollkommen isoliert. Und sie trichtern einem ein, was sie wollen. Pure Gehirnwäsche. Man durfte 3-mal am Tag aufs WC. Es gab ein kleines Loch, durch das wir die Welt draußen sehen konnten, die Blätter. Zuerst waren die Zweige ganz trocken, dann kam der Frühling, die Blätter wurden grün. Es war so schön. Die Gefängniswärter warnten oft, verbringt nicht so viel Zeit da drinnen. Wenn wir zu lange brauchten, kamen sie herein. Nichts war uns erlaubt. Er ging hinter unseren Rücken entlang und raunte, ihr seid mein Werk, ich habe euch erschaffen. Ich kann euch formen, zu was ich will. Und er hat triumphiert. Unsere Freunde wurden zu Marionetten. Viele von ihnen bekamen psychische Probleme. Sie fingen an, für das Regime zu arbeiten. Sie waren richtig grausam zu uns. Viel grausamer als die Gefängniswärter. Das hat so weh getan.
Gerade noch waren sie Genossinnen in der Revolution, opferten die besten Jahre ihres Lebens. Und auf einmal waren sie gegen uns. Sie meldeten uns bei den Wärtern, schickten uns in die Folterkammer. Das hat uns enorm viel Kraft genommen. Wie lange wart ihr im Sarg? 6 Monate, Parvane und ich. Eines Tages befahlen sie uns, aufzustehen und zu gehen. Vor der Tür befahl mir ein Wärter, die Augenbinde abzunehmen. Ich verstand nicht. Ich hatte sie 6 Monate lang getragen. Vorsichtig übergab ich die Augenbinde. Es war so seltsam, andere Leute zu sehen. Ich kniff die Augen zusammen, dann sah ich Parvane. Parvane, du bist auch hier. Wir fielen einander in die Arme. Es war wie ein Irrenhaus. Wir hatten Angst, mitten in der Nacht erwürgt zu werden. Wir schauten permanent über unsere Schultern, um nicht angegriffen zu werden. Von wem? Von unseren Freunden. Die Folter hat manche verrückt werden lassen. Sie wurden komplett gebrochen. Nicht alle hatten die Seite gewechselt, aber das Regime hatte triumphiert. Der Zusammenhalt des Anfangs war gebrochen. Manche der politischen Häftlinge endeten als Kollaborateure des Regimes. Andere spionierten ihre ehemaligen Freunde aus. Die Gefangenen mussten 5-mal am Tag beten. Diejenigen, die es nicht taten, galten als Dissidenten und wurden bestraft. Viele fingen an zu beten, um der Folter und Überwachung zu entgehen und um zu überleben. Wir waren in der Zelle und es herrschte komplette Stille. Wir hatten enorme Angst vor dem, was kommen sollte. Anfangs hatten wir alles geteilt und wir konnten vereint agieren. Doch zerfiel die Gruppe. Wir mussten lernen, alleine mit all den Schrecken umzugehen. Keine von uns war darauf vorbereitet, eine Freundin zu sehen, die verschämt ihre Gebetsmatte ausrollt und anfängt zu beten. Wir konnten nicht fragen, wie kannst du das machen? Ich tat es. Ich war eine von denen, die beteten. Warum hast du das getan? Ich wurde gefoltert. Ich war großem Druck ausgesetzt. Ich hatte Angst. Angst, dass ich kollaborieren könnte, dass ich vielleicht mit ihnen kooperieren würde. Es fühlte sich furchtbar an. Lange Zeit lebte ich mit der Angst, eine von ihnen zu werden, dass sie mich in etwas verwandeln würden, was ich nicht bin. Jedes Mal, wenn ich betete, hatte ich das Gefühl, versagt zu haben. Ich habe sehr lange gebraucht, mich wieder wie ein Mensch zu fühlen. Ich hatte das Gefühl, ich habe mich verkauft. Ich tat es, um mein Leben zu retten, um einer Hinrichtung zu entgehen. Ich finde keine Worte, um zu beschreiben, was ich fühle. Trotz all der Folter und den vielen Jahren im Gefängnis haben sie ihre Würde und ihre Kraft bewahrt. Das gibt mir Hoffnung, aber ich weiß auch, dass ihre Erinnerungen immer Teil ihres Lebens sind. Es war 8 Uhr. Die Zellentür wurde geöffnet und meine Schwägerin wurde gerufen für ein Telefonat. Zu dem Zeitpunkt waren uns weder Besuche noch Telefonate gestattet. Es war unüblich, einen Anruf zu bekommen. Mein Bruder war auch im Gefängnis. Wir waren ja gleichzeitig festgenommen worden. Ein Telefonat hieß meistens schlechte Nachrichten.
Nach einer Weile kam sie zurück, schreiend. Sie sagte, sie werden ihn töten. Ich versuchte, sie zu trösten, sie zu beruhigen. Dann erzählte sie, dass man sie ins Büro gebracht hatte. Am Telefon war ihr Mann. Er rief an, um sich zu verabschieden. Er sagte, sie werden mich heute Abend hinrichten. Bitte sei ruhig und akzeptiere die Realität und lebe ein glückliches Leben. Draußen wurden Gefangene von einem Exekutionskommando erschossen, zweimal die Woche. Wir waren es gewöhnt, die Schüsse zu hören, zuzuhören und sie zu zählen. Dies war ein solcher Abend. Mein Bruder war unter denen, die erschossen wurden. Wir saßen still da. Um 8:30 wurden die ersten Schüsse gefeuert. Es war so seltsam, die Schüsse zu hören. Es hörte sich an, als ob eine ganze LKW-Ladung Metall entladen würde, um die Häftlinge darunter zu begraben, um sie alle gleichzeitig zu töten. Bei jedem abgefeuerten Schuss schien die Zeit stillzustehen. Egal wo in der Zelle die Leute waren, sie hielten inne. Wir fingen an zu zählen. Eins, zwei, drei. Jede von uns zählte für sich. Wir zählten 86 Schüsse. Einer dieser Schüsse galt meinem Bruder. Vier von uns haben nach der Revolution Geschwister verloren. Viele Eltern verloren alle ihre Kinder an das Regime. In einem Zeitraum von 6 Wochen wurden mindestens 5000 Häftlinge hingerichtet. Wie viele wirklich dieses Schicksal teilten, weiß niemand. Das ist das letzte Foto, das von Rostam aufgenommen wurde. 6 Monate später wurde er hingerichtet. Bevor sie Rostam hingerichtet haben, besuchte meine Schwester ihn im Gefängnis. Wir hatten uns in ihrem Haus versteckt. Meine Tochter Setare war 1 Jahr alt, so alt wie meine Nichte. Und bei diesem Besuch sagte Rostam zu meiner Schwester, lass die 2 Kinder nicht zusammen spielen. Er meinte damit, dass wir uns ein anderes Versteck suchen sollten. Das waren seine letzten Worte. Ihr wart selber im Gefängnis und habt sehr gelitten. Ich kann nicht verstehen, wieso mein Bruder für mich sterben musste. Aber es war nicht deine Schuld. Vielleicht hätte er überlebt, wenn er verraten hätte, wo ich mich aufhalte. Ich spielte oft mit dem Gedanken, mich den Behörden zu stellen. Ich wusste, dass sie hinter mir her waren. Er war nur 17 und hat der Folter standgehalten. Ein Held. Wir haben unsere Liebsten verloren. Mein Bruder verbrachte 6 Monate im Gefängnis. Diejenigen, die nicht hingerichtet wurden, verbrachten Jahre dort. Sie glaubten nicht, je wieder in Freiheit leben zu können. Aber eines Tages öffneten sich die Zellentüren. Die Wächter informierten sie, dass sie nach Hause gehen durften. Niemand verstand warum.
Es war, weil das Regime öffentlich verkündet hatte, dass es keine politischen Häftlinge gebe. Als Amnesty International ankündigte, dem nachzugehen, beschloss das Regime, die Gefängnisse zu leeren, vorübergehend. In dieser Zeit schafften viele die Flucht ins Exil. So auch Parvaneh. Mein Vater arbeitete in einer Fabrik. Er glaubte nicht, dass sie mich gehen ließen. Und er kam nicht. Aber meine Mutter und mein Bruder kamen. Und ich durfte gehen. Wie war das? Meine Mutter weinte viel. Ich hatte 15 Kilo abgenommen. Sie machten sich Sorgen, dass ich nicht dieselbe wie vor dem Gefängnis sei. Ich weiß noch, ich ging oft auf den Dachboden. Ich versteckte mich zwischen Stapeln von Leintüchern. Ich kniete so wie in der Gefängniszelle. Alles fühlte sich so seltsam und fremd an. Es fiel mir schwer zu schlafen. Ich vermisste das Gefängnis. Mir fehlten meine Freunde. Ich war im Gefängnis aufgewachsen. Die Menschen draußen waren mir fremd. Ich kannte meine Eltern nicht mehr. Das Gefängnis war ein furchtbarer Ort. Aber es war das einzige Zuhause, das ich kannte. Ich war daran gewöhnt. Seit meiner Flucht aus dem Iran habe ich meine Erinnerungen verdrängt. In den Tagen, die wir gemeinsam verbracht haben, schaffte ich es zum ersten Mal zuzuhören und meine Gefühle zuzulassen. Ihre Geschichten hätten genauso gut meine sein können. Ich bin Ihnen dankbar, dass Sie Ihren Mut und Ihre Kraft mit mir teilen. Bevor ich Sie traf, fühlte ich mich so schuldig, weil ich frei war, während Sie im Gefängnis waren. Aber zu sehen, wie stark Sie heute sind, das macht meine Last leichter. Eines Tages ruft Munir an. Ihre Kontakte in der Bewegung haben Informationen gebracht, die für mich wichtig sein könnten. Du wolltest mehr über Rustams letzte Tage im Gefängnis erfahren. Ich habe Zugang zu jemandem, der ihn gut kannte. Er könnte dir helfen. Der Mann möchte seine Identität nicht preisgeben, also treffen wir ihn an einem abgelegenen Ort. Wie lange wart ihr in der gleichen Zelle? Wir waren 2 Monate zusammen in einer Zelle. Kannst du dich an die letzten Tage von Rustams Leben erinnern? Er war sehr positiv. Er war psychisch in guter Verfassung. Dann wurde er zu seiner Hinrichtung gerufen. Wir wollten uns verabschieden, aber er meinte, esst weiter, es wird sonst kalt. Wir umarmten uns und sangen sein Lieblingslied. Aber vor lauter Weinen konnten wir nicht weitersingen. Als sie ihn wegführten, drehte er sich um, lächelte und sagte, singt, singt lauter. Das Böse, dem mein Bruder ausgesetzt war, wird nun greifbar für mich. Mir ist klar geworden, dass er hingerichtet worden wäre, selbst wenn er mein Versteck preisgegeben hätte. Das Töten war so systematisch, so umfangreich. Dieselben Menschenrechtsverletzungen finden auch heute noch statt. Die geistliche Führung des Iran ist noch immer dieselbe. Die Unterdrückung, die Brutalität und die Morde haben bis heute nicht aufgehört.